Total KO und sehen hier Norifumi Kid Yamamoto in den Ring steigen. Eigentlich ein Mixed Martial Arts Kämpfer, der sich aber 2004 auch im K1 Max profilieren wollte. Und sein Gegner in der ersten Runde, Takehiro Murahama. Gleiche Veranstaltung wie eben, das K1 World Max Turnier von Japan im Jahre 2004 im Yoyogi Stadium von Tokio, Japan. Norifumi genannt Kid Yamamoto, sehr populär in Japan, aber da als Mixed Martial Arts Kämpfer, also als Kämpfer bei Kämpfen, in denen man auch Bodenkampf machen darf, in denen man Judo-Würfe, Ringergriffe und eben auch den Bodenkampf anwenden kann. Da ist er einer der Besten in Japan. Im K1 Next hat er es nicht so ganz geschafft. Da hatte er dann erkannt, wo seine Vorzüge liegen, auch wenn er am Anfang seiner Karriere durchaus einige Kämpfe auch im K1 Max gewann. Aber hier haben wir schon gesehen, woher er kommt. Ein schöner Judo-Wurf, mit dem er da seinen Gegner auf die Bretter zwingt. Das natürlich ist im K1 Max nicht unbedingt angesagt. Und da gibt es auch einen Hinweis des Unparteiischen, der so etwas natürlich sofort unterbindet. Aber er kann nicht unterbinden, dass Norifumi Kid Yamamoto hier unglaublich angriffsheiß und Tempo machen ist. Er drückt auf das Tempo, versucht hier seinen Gegner ständig unter Druck zu setzen. Hat einen unorthodoxen Kampfstil, klar, wenn man weiß, wie sein Background ist, der liegt im Mixed Martial Arts. Hat hier allerdings auch mit Takehiro Murahama einen ehemaligen Pro-Wrestler im Ring, der sicherlich auch nicht zur Creme de la Creme des K1 World Max zählt. Und hier muss der Ringrichter immer wieder dazwischen gehen, um einen Bodenkampf oder weitere Griffe von Yamamoto zu verhindern. Der jetzt gefährlich hart durchkommt und vom Ringrichter gewaltsam zurückgerissen werden muss. Da könnte man Yamamoto ruhig eine kleine Verwarnung aussprechen. Da hat er schon nach dem Trennkommando nochmal geschlagen, also das war nicht die feine englische Art. Und Yamamoto hat jetzt richtig Blut geleckt, so scheint es. Hat gegrinst, als sein Gegner zu Boden ging, als er das zugeschwollene Auge gesehen hat. Und eins ist klar, Murahama hier auf verlorenem Posten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Mann in der schwarzen Hose hier umfällt. Die erste Runde, die hat er auf jeden Fall geschafft. Yamamoto setzt sich hier aber klar durch, dürfte diese Runde mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen haben. Aber Sie wissen ja, wir zeigen Ihnen heute nur Knockouts, KOs. Und so wird auch dieser Kampf vorzeitig enden. Und Sie können mal raten, wer da mal am Ende triumphieren wird. Hier in der ersten Runde sah es schon sehr gut aus für Norifumi Kid Yamamoto. Auch wenn nicht alle Schläge ins Ziel trafen, aber es waren genug, um Murahama so richtig Probleme zu bereiten. Jetzt also gleich Runde 2 und dann nochmal die Ermahnung des Unparteiischen an Yamamoto, doch auf seine Kommandos zu hören oder zu gucken, was er macht und was er sagt und nicht nach dem Kommando noch weiter zu schlagen. Das also würde jetzt sicherlich bestraft vom Unparteiischen. Nun also die 2. Runde. Und mal gucken, wie lange Murahama hier noch durchhält. Geht immer recht couragiert nach vorne, versucht dann auch zu schlagen, ein, zwei halbherzige Versuche und dann kommen meistens die harten Konter von Norifumi Yamamoto.
Ah, der versucht auch mit dem Knie zu arbeiten. Seine Schläge sind allerdings sehr weit hergeholt. Kommen nicht so kurz und trocken, wie man das bei einem gelernten Boxer eigentlich sonst in der Regel sieht. Hier sehen wir das Yamamoto sicherlich, was die technische Ausführung der Boxschläge angeht, noch Defizite hatte. Murahama hier meistens auch der Flucht, auch wenn er, wie gesagt, am Anfang immer so ein paar zaghafte Versuche macht, aber eigentlich hat er nicht viel zu bestellen gegen den sehr aggressiv fightenden Yamamoto. Natürlich ein Kampfstil, der in Japan gefällt. Damit kann man hier Furore machen, und wenn man dann auch so gut trainiert aussieht wie Yamamoto und sich vielleicht auch noch die Haare blond färben lässt, auch das ist ja eine Zeit lang sehr in gewesen in Japan, dann kann man sicherlich auf sich aufmerksam machen. Aber meist natürlich durch gute Leistungen, das hat Yamamoto getan, aber wie gesagt, in erster Linie im Mixed Martial Arts. Aber hier gut zu erkennen, dass die technischen Voraussetzungen bei Yamamoto noch nicht ausreichen, zu diesem Zeitpunkt nicht ausgereicht haben, um ganz vorne im K1 Max mitzumischen. Es reicht aber, um Murahama zu fällen. Schwer getroffen geht er zu Boden, und wir sind gespannt, ob der jetzt nochmal hochkommt. Und nochmal wird das Duell freigegeben. Aber das ist wie ein Abschlachten. Und da fällt Murahama nur gegen die Seile, torkelt nicht zu Boden, sondern wird von den Seilen aufgefangen. Die Fans von Yamamoto, die jubeln über einen überlegenen K.O.-Sieg. Yamamoto gewinnt in der ersten Runde des K1 World Max Turniers in Tokio im Jahr 2004 und zog mit diesem Sieg dann ins Halbfinale ein. Und da traf er dann auf Serkan Yilmaz, und diesen Kampf, den zeigen wir Ihnen gleich auch noch. Das war der Schlag, der zum Thema passt. Total KO.